Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht los mit Der kühne Knappe im Original The Plucky Squire von All Possible Futures. Wow, Loki hätte seine wahre Freude daran. Vertrieben von Devolver Digital. Ich muss sagen, Devolver-Spiele sind irgendwie schon was ganz Besonderes, weil die häufig halt in diese Indie, in diese Special-Szene reindriften oder im Prinzip ja das deren Portfolio ist. Und gerade Indie-Spiele mich vor allem jetzt dieses Jahr mal wieder aufs Neue super begeistert haben. Das Spiel habe ich schon seit einer ganzen Weile verfolgt, weil ich das Konzept sehr interessant fand und wir so eine Art von Spiel eigentlich auch schon wirklich lange, lange nicht mehr gespielt haben. Was ist der kühne Knappe eigentlich? Es ist ein... Ja, wir spielen im Prinzip Charaktere eines Bilderbuchs, 2D, müssen aber regelmäßig aus dieser Bilderbuchwelt herausbrechen, heraustreten, um Rätsel zu lösen, Kämpfe zu beschreiten und eben die Story zu erleben. Das Konzept fand ich sehr, sehr interessant und deswegen legen wir los, wie es diese Maus da oben am Bildschirmrand auch schon mal sagt. Es war an der Zeit, ein Abenteuer zu suchen. Ja, könnte es ein passenderes Spiel für diese Abenteuergilde geben? Ich glaube nicht. Die Option, ich glaube, da müssen wir größtenteils jetzt eigentlich nichts einstellen. Vollbild, Versync aus, Qualitätsvoreinstellungen, episch. Ja, das klingt doch schon mal für einen guten Verlauf dieses Let's Plays. Lautstärke ist, glaube ich, in Ordnung. Die kann ich ja im Schnittprogramm auch noch etwas anpassen. Steuerung, also ich spiele mit Controller. Das ist auch, glaube ich, am besten geeignet für so eine Art von Spiel. Die Vibration des Controllers ein-ausschalten. Okay, Barrierefreiheit brauchen wir nicht. Ja, ich finde die Maus da oben so süß. Die Liste der Mitwirkenden ansehen. Spielbänden, komm bald wieder. Oh Gott, ist das süß. Okay, legen wir los. Das Spiel soll nicht ganz so lang sein. Ich glaube, hab irgendwas gelesen von irgendwie 6, 7, 8 Stunden, so in dem Bereich. Schauen wir mal, was uns erwarten wird. Ich habe richtig Bock drauf. Es soll so ein bisschen an die alten Zelda-Teile erinnern. Wir werden es ja sehen. Beginnen wir unser Abenteuer. Wir haben hier verschiedene Modi, die wir wählen können. Einmal den Modus Abenteuer. Der richtige Modus, wenn du dich kühn fühlst und eine Herausforderung suchst. Auf jeden Fall. Oder den Modus Geschichte. Eine lockere Art zu spielen, entspanne dich und genieße die Geschichte des kühnen Knappen. Wir wollen schon ein wenig Herausforderung. Es soll jetzt nicht auf dem Niveau eines Dark Souls sein. Aber wenigstens, dass man vielleicht nicht so Brain AFK da durchrennen kann. Deswegen wählen wir den Modus Abenteuer. Und schon geht's los. Da werden erstmal die ersten Seiten umgeblättert. Ich fühle mich sehr heimisch direkt. Sams Zimmer. Hat gerade irgendwie was von Pixar-Movie, ich weiß auch nicht. Und da ist unser Bilderbuch, Der kühne Knappe von Ian Arthur. Es war einmal ein kühner Knappe namens Jot. Hallo, Jot. Jot lebte in Mojo, einem Land des Einfallsreichtums. Krasser Scheiß. In Mojo herrschte die sanftmütige Königin Koma. Er beschützte das Land vor dem ruchlosen Hexenmeister Grumweil. So nennt man Bösewichte heute. Was alle sehr zu schätzen wussten. Guter Junge, gut gemacht. Spitze. Jot war auch Autor. Ach, und echt? Und übertrug seine vielen Abenteuer in Buchform. Das versuche ich seit Jahren, das klappt irgendwie nicht. Alle Bewohner des Landes lasen diese Geschichten begierig. Ey, ich will das, was er hat. Spannend. Ich will das, was er hat. Teach me, Senpai. Eines schönen Morgens erwachte Jot und sprang kühn aus seinem Bett. Aus der Ferne hörte er recht mitreißende Musik. Ja, eine Goa, wahrscheinlich. Er zog sich an und ging der Sache nach. Kapitel 1. Heftiges Bienenwachs. Okay. Diesen Kapitelnamen habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, und da sind wir in unserem Bilderbuch und wir können uns durch das Bilderbuch bewegen. Aber natürlich nur im Rahmen dieses Bilderbuchs aktuell noch. Und das ist wirklich sehr, sehr süß gemacht hier auch mit diesen Noten.
Wir hören die Musik, wir können auch rollen. Die Musik dröhnte ganz schön. Ja, und so wird eben jetzt erstmal die Geschichte von Jod erzählt. Und wie passend, also das im Prinzip spielen wir ja gerade das Bilderbuch, was er in dieser Geschichte selbst geschrieben hat. Also, das hat schon was. Das ist der Nachbar. Ja, hohe Störung, Anzeiger ist raus. Das war das Haus des guten Zauberers Mondbart. Nee, Gabagandal. Freundes und Mentors. Das ist Gabagandal, sieht man doch. Ah, Jod, mein Junge, rief er aus. Ich bin voll in Fahrt, unterwegs zu neuen Reichen der Musik. Wo du schon hier bist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ja, dann schieß mal los. Wachs. Ich brauche mehr Wachs. Okay. Um mehr Platten zu pressen, verstehst du? Wachs, Wachs, wir brauchen Wachs. Was geht, ne? Begibst du dich zum Honiggipfel und holst mir Wachs von Benny Biene? Vincent begleitet dich. Weil er so winzig ist. Eine Mini-Aufgabe, juhu. Kümmere du dich um die Kobolde und ich bringe das Wachs hierher. Ach ja, wir müssen mit Kobolden rechnen. Aber die erledigst du mit links, oder, Jod? Ich hoffe. Der Eingang zum Wald lockte da vorne. Ja. Ja, ich ging davon aus, dass Gabba Gandalf uns eine andere Mission auftragen würde. Aber ich werde nichts in meiner Gefängnistasche schmuggeln. Auch keine komischen Substanzen. Also tschüss. Ja, und da wird umgeblättert. Und wir erreichen den nächsten Bildschirm. Es ist eigentlich so einfach, aber es ist irgendwie cool gemacht. Okay, mit X können wir also schlagen, ja? Und wir sammeln Glühbirnen ein, weil uns dann ein Licht aufgeht irgendwann. Okay, das hat auch was. Das hat auch irgendwie was. Dann sollten wir mal gucken, ob wir hier noch mehr Glühbirnen finden. Das wird wohl wahrscheinlich sowas sein wie die Währung des Spiels, nehme ich mal an. Kobolde streifen umher. Okay, wir können auch B drücken. Und rollen dann halt. Ja, das haben wir eigentlich schon gemacht. Pow, pow. Das ist auch cool gemacht. Das erinnert halt an so einen Comic oder sowas mit diesen Lautmalereien, mit diesen Lautbildern. Falls man das so nennt. Ich hab keine Ahnung. 17 haben wir schon. Was haben wir hier? Zum Wälzerturm. Jod, das ist nicht der Weg zum Honiggipfel. Warum nicht? Wo ist er denn hier oben? Aber du hättest zur anderen Seite umblättern müssen. Das Tor schwang auf für den kühnen Knappen. Und so ward es gewesen. Können wir eigentlich irgendwas mit diesen Schmetterlingen machen? Nee. Die ignorieren einfach den kühnen Knappen. Das ist ja eine Frechheit. Ui. Das ist der Bienengipfel? Das ist ganz schön der hoch. Der Honiggipfel. Ach nee, es gibt eine Weltkarte. Wir leben im Tintenwald. Und hier oben ist der Honiggipfel. Okay. Ah, und jetzt haben wir hier eine andere Perspektive. Mit A können wir hochspringen. Gewann sprang der kühne Knappe voran. Diese Stelle wirkte ganz schön riskant. Aber riskant ist mein zweiter Vorname und das hat Mario schon vor 30 Jahren geschafft. Jod atmete durch und sprang los. No! Sie fallen runter. Aber so sehen sie auch aus, ehrlich gesagt. Also damit war zu rechnen. Puh, ich habe diese Seite überlebt. Sehr schön. Der Protagonist überlebt eine weitere Seite. Ein Kobold. Kann ich auch auf die draufspringen eigentlich? Bäm, einfach aus dem Leben geprügelt. Kann ich draufspringen? Ja, kann ich. Das konnte Mario schon vor 30 Jahren. Da hinten haben wir eine Ruine. Ah, die Spitze des Honiggipfels. Atemberaubende Aussicht. Schon. Sieht cool aus. Die Eule da drüben ist echt riesig. Das ist der Wälzerturm. Ja. Gut zu wissen. Oh oh. Ho,
Hoppla, ein Honigdachs. Er frisst den Honig von Benny Biene. Nimm dich in Acht, Jot. Hungrige Honigdachse können mies drauf sein. Scheiße. Das wird wohl sowas wie der Tutorial-Boss sein? Oh, Backe, es geht schon los. Oh, oh. Der Honigdachs wirkte ziemlich verärgert. Ach, findest du? Finde ich kaum. Yo! Leibe vor. Was ist da los? Street Fighter oder was? Okay. Haken! Oh nein! Wir haben beide Lebensbalken. Hua, hua. Okay, wie witzig ist das denn gemacht? Ah! Ich hätte es wissen müssen. Na komm, komm schon. Ha! Ausgewichen. Na komm schon. Hör! Okay. Dieser Kombo-Angriff wird ihn platt machen und Hadouken! Okay, nice. Erstmal habe ich mit diesen Muskeln überhaupt nicht gerechnet. Die Bestie war besiegt. Der kühne Knappe triumphierte. Ja, und er kriegt den Honig. Also wenn er unter diesem schmächtigen Körper, unter diesem Pullover solche Muskeln versteckt, will ich nicht wissen, was er weiter südlich versteckt. Aber davon abgesehen, habe ich mit diesem Gameplay nicht erwartet. Das fand ich jetzt mal eine witzige Abwechslung, jetzt schon, nach 10 Minuten. Ah, zurück im Bienenstock. Tolles Gefühl. Vielen Dank, Jot. Sehr nett von dir. Der Honigdachs hat mein Wachs zerwühlt. Nun ja, Leute, was führt euch her? Mondbart schickt uns Benny. Er bräuchte was von dem Bienenwachs, falls du welches übrig hast. Alltag, aber klar doch, Vincent. Ich schulde euch was. Hier, bitte. Nice. Mit besten Grüßen an den Zauberer. Ja, der genießt sich gerade. Selbst. Hoch. Ah, nee, das ist... Hoch, was ist hier los? Was hat die unheilvolle Dunkelheit zu bedeuten? Das ist Grimbert, oder wie der Typ heißt. Was passiert hier? Oh nein, mehr Schriftzüge. What? Grimbert zerstört das Buch. Falls es so heißt. Sie stürzten hinab. Nein. Uff. Geht es Vincent gut? Zeit, sich mit Mondbart zu beraten. Ach, er hat die Musik ausgemacht, das ist ja auch was. Jo, das ist Grumwalds Werk. Ständig setzt er tückische Tricks ein. An diese Magie ist jedoch irgendwas seltsam. Und weißt du, so verläuft die Geschichte üblicherweise nicht. Das soll heißen, vergiss es, der kühne Knappe sollte das übernehmen, Jot. Grumwald ist im Wälzerturm. Begib dich dorthin und stell sicher, dass der schräge Kerl nicht noch mehr Ärger macht. Hallo? Wer ist sie? Es war Viola. Viola, natürlich heißt sie Viola. Viola war eine Lehrlingshexe mit einer Vorliebe für Kunst. Haha. Und Jots Kindheitsfreundin. Oho, da läuft doch bestimmt was, oder? Hey, Jot, Grumwald macht schon wieder Probleme, was? Mondbart hat mir alles erzählt. Der hinterlistige Magier ist im Wälzerturm. Geht dorthin, Kinder. Und Jot, setze Grumwalds Unfug ein Ende. Ich sehe mir diese seltsame grüne Magie mal an. Und esse einen Donut, aber das nur nebenbei. Bis dann. Coole Sonnenbrille, by the way. Tschüss und viel Glück. Obwohl, du nie wirklich darauf angewiesen bist, Jot. Alter, hast du die Muskeln gesehen? Natürlich ist er nicht darauf angewiesen. Ehrlich, ich brenne darauf, den kühnen Knappen in Aktion zu erleben. Oha. Okay, Jot und Viola vergnügen sich im Busch und machen kleine Jottos, oder? Kavums, ich sag ja. Wir sind 5 Minuten davon entfernt, dass das hier ab 18 wird.
Geh du voraus, Jot. Kann ich erstmal die... Ich wollte gerade sagen, ich will ein paar Glühbirnen einsammeln. Okay, wir sollen zum Wälzerturm. Der Wälzerturm war in diese Richtung hier. Zum Wälzerturm. Und schon sind wir wieder auf der... Nee, sind wir nicht auf der Weltkarte. Und so ging der kühne Knappe zum Wälzerturm. Au! Ich habe Leben verloren. Aber dadurch haben wir jetzt gesehen, dass wir auch eine Lebensanzeige haben. Mit beschwingten Schrittes. Alles klar. Hier kann ich auch springen. Da haben wir jetzt irgendwas eingesammelt. Ich weiß aber nicht genau was. Finde ein Rollbild. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Drücke X, um es dir in der Galerie anzuzeigen. Okay. Ja. Gucke ich mir auch gerne am Ende nochmal an. Beschwingten Schrittes, ein Funkeln im kühnen Auge. Ist hier alles von Kühn? Ist Kühn nicht bekannt für Senf? Kommt mir irgendwie gerade so vor. Vielleicht verwechsel ich das aber auch. Das Punkt, 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 Schwang. Punkt, Punkt, Punkt. Was zum? Nee, okay, wir müssen... Wir müssen das jetzt hier hinsetzen und jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Auffinden, oder? Das Aufschwangtor wird nicht funktionieren, aber das Torschwangauf wird dafür sorgen, dass die Geschichte sich derart auch fortsetzt und dadurch das Tor aufgeht. Das ist witzig. Das ist sehr witzig. Cool. Ja. Schwappdidu. Wir können ja mal probieren, was passiert, wenn wir das falsch herum machen. Nein, nicht weg, nicht wegschmeißen. Komm. Das Aufschwangtor. Okay, er will das nicht machen. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Das Tor schwang auf. Die Geschichte erzählt sich weiter. Prima, du konntest immer schon mit Worten umgehen, Jot. Also ganz ehrlich, das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer, ne? Aber ich erzähle es ihr nicht, dann sonst ist sie nicht mehr beeindruckt. Willkommen, tapfere Kämpfer. Ich bin Martina. Tretet ein. Ihr habt gefährliche Gegner gefällt und bei mir fallen die Preise. Hier, schaut euch mein Angebot an. Schwertwurf, Abzeichen. Wirf dein Schwert, um Gegner aus der Entfernung anzugreifen oder Sachen herbeizuholen. Rollbild. Kann ich beides kaufen. Schön, euch kennengelernt zu haben. Schaut bald wieder rein, dann habe ich auch neue Waren. Rettet ihr die Gegend weiter vor üblen Dingen und meine Dinge retten euch vor üblen Gegenden. Bis dann, tapfere Kämpfer. Ich will dich ansprechen. Sie hat neue Sachen reinbekommen. Hat sie gar nicht. Sie lügt mich kackendreist an. Naja, wir kaufen jetzt erstmal das Schwertwurfabzeichen. Jot erhielt das Schwertwurfabzeichen. Drücke RT, um dein Schwert zu werfen und rufe es durch erneutes Drücken zurück. Das probieren wir gleich. Möchtest du diese Technik testen? Ja, warum nicht? Da ist einfach Mondbart. Also! Es ist Minibart. Zeit, deinen Schwertwurf zu üben, Jot. Drücke RT. Das war jetzt relativ easy, ne? Ja. Ich sehe da kein großes Problem drin. Aber es ist eine coole Fähigkeit. Ganz nett. Sehr schön. Wenn du weiter trainieren möchtest, sieh dir die Tafel an. Ansonsten benutze den Ausgang unten auf der Seite. Ja, dann gehen wir wieder raus. Aber zum Testen war das ganz nice. So, dann kaufen wir noch das Rollbild. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Drücke X, um es in der Galerie anzuzeigen. Konzept-Box-Minispiel. Wir wussten, dass wir ein Box-Minispiel einbauen wollten, aber es dauerte eine Weile, bis feststand, wer genau der Gegner sein würde. Die riesige, muskulöse Ente konnte sich nicht durchsetzen. Schade. Das ist wirklich... Das ist schade. Ich hätte auch die Ente genommen. Konzeptgebiet Berge. Ein frühes Konzept von Spielumgebungen. Dieses sollte schließlich zum grünen Land der ersten Kapitel im Spiel entwickeln. Sieht doch hübsch aus. Es gibt nichts mehr zu kaufen. Oh nein! Aber was ist mit...
Was ist mit Kapitalismus? Wenn es nichts mehr zu kaufen gibt und keinen Konsum mehr gibt, können wir die Leute gar nicht davon ablenken, wie scheiße alles ist. Hä? Es lebe der Konsum. Oh nein! Wieso hältst du so viel aus? Boy. Wieso ist der Baum gefällt? Wer war das? Okay, das ist jetzt schon meine Lieblingsattacke. Viola, mach doch auch mal was. Du musst die Heldin der Geschichte sein. Du kannst nicht den Mann alles machen lassen. Haben wir den nicht gerade zerschnetzelt? Finde einen Obstvogel. Du hast einen verschollenen Obstvogel gefunden. Er wird in seine Heimat zurückkehren. Ja, aber wo ist denn seine Heimat? Haben wir ihn gerade als Ausländer bezeichnet? Wir wissen noch gar nichts über ihn. Nur aufgrund der Tatsache, dass wir denken, er ist ein Ausländer, zu sagen, er ist scheiße, das ist nicht fair. Zum Wälzerturm. Das ist rassistisch. Ah, da ist sie, die geheimnisvolle uralte Eule. Das gesamte Wissen Mojos soll darin verwahrt sein, heißt es. Oh nein. Hoppla. Weiß nicht, ob der Boden das wirklich machen sollte. Nee, eher nicht. Nee. Viola! Ja, schlecht. Kapitel 2. Oh, das ging schnell. Wälzerturm. Das Spiel scheint aus 10 Kapiteln zu bestehen, by the way. Unsere Helden hingen mit ihren Fingerspitzen am Klippenrand. Als sie? Ja. Jemand packte und hochzog. Oh, wer ist das? Guck nicht hin, Viola, ich bin viel cooler. Wer war das? Es war Krass. Der Name. Krass war ein Bergtroll. Und George und Violas Kindheitsfreund. Ach, das ist eine Dreiecksbeziehung. Das Trio war lange nicht mehr zusammen gewesen. Wie in einem guten New Adult oder Young Adult Roman. Wieder vereint zu sein. Ja, ist doch süß. Okay, Krass, Jot und Viola. Alles klar. Die neuen Freunde von Harry Potter. Krass, oh Mann, du hast uns echt die Haut gerettet. Was sind wir froh, dich zu sehen. Die Dreierbande ist wieder zusammen. Alles klar. Ich bin echt begeistert, dass ich euch finden konnte, Leute. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich mich beim Mondbad gemeldet. Er sagte, ihr seid unterwegs zum Wälzerturm. Ich dachte, ich könnte euch helfen. Dieser Weg ist im Eimer, was? Naja, es gibt noch andere Routen zum Wälzerturm. Begeben wir uns nach unten. Ja, also, wenn du das sagst, dann machen wir das natürlich, weil ich meine, du bist krass, also. Oh, das ist ganz schön hoch. Nun ja, wenn uns jemand nach unten führen kann, dann krass. Auf geht's. Okay, das führt natürlich jetzt zu... Also, zu seltsamen Satzkonstrukten. Weil, ob man jetzt den Namen meint oder, ne? Das Wort krass, das ist jetzt dann die Frage. Okay. Aber cool, also dieses leichte Beben finde ich gerade sehr geil. Und auch die Tatsache, dass jetzt das Bilderbuch gedreht wurde. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, weil wir nicht sterben wollen. Das war ein dreister Wunsch, nicht sterben zu wollen, oder? Da kriegen wir ein Herz. Au! Ah! Erledigt. Die halten ja zum Glück nur einen einzigen Angriff aus irgendwie. Und hier am Boden wartet es schon seelenruhig krass. Gut geklettert, Mann! Das Buch hat mich geführt. Ihr seid die Klippe beide mit knallhartem Stil heruntergekommen. Krass. Euer Rhythmus war genau richtig, Leute. Findest du? Ich kam mir wirklich recht anmutig vor, wie ein hüpfendes Bergkaninchen. Naja, wir sind unten. Begeben wir uns jetzt zum Wälzerturm. Geh du voraus, kühner Knappe. Okay, dann machen wir das mal. Aber zuvor... Glühbirne! Ich brauche noch viel mehr davon. Offenbar. Denn es wird ja später noch andere Dinge zu kaufen, was auch immer. Guckt mal, die Felsen springen aus dem Buch und sind dann 3D-Felsen. Seht euch diese aufspringenden Felsbrocken an, sie verschwinden einfach im Nichts. Reichlich schräg.
Naja, so schräg ist das jetzt auch nicht. Das wird mit uns nämlich auch noch passieren. Und ich nehme mal an, dass es mit der Magie des Bösewichts zu tun haben wird. Zum Wälzerturm. Okay, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal was. Wie sieht es hier aus? Oh, ein Bulle. Oder ein Stier. Ein Stier! Er sieht wütend aus. Gut, dass keiner von uns was Rotes trägt. Puh. Jot hat was Rotes an. Ist das rot? Es geht in Richtung von Rot. Eher Purpurn als Scharlachfarben. Ich glaube, so wählerisch sind Stiere nicht. Shit. Okay, wir versuchen zu überleben. Irgendwie. Au! Ha, wir haben ihn sogar erledigt. Aber der hält schon ein bisschen mehr aus. Da müssen wir vorsichtig sein in Zukunft. Da haben wir unser Leben wieder. Und wir haben ein weiteres Galeriestück. Oh. Gucken wir uns das mal an. Konzeptcharakter Jot. Frühe Charakterstudie. Das war, bevor Jot Autor wurde und er hatte keine Feder an der Mütze. Die kühne Einstellung war jedoch schon vorhanden. Na, das ist doch das Wichtigste. Das gibt doch den Ton der Geschichte an. Boah, wie viel Schaden man rausprügelt. Jot ist ein DPS-King hier, ey. Dem macht keiner was vor im Schlachtzug. Moment mal, ist das Mondbart? Er wirkt viel mickriger als sonst. Oh, das ist doch nicht Mondbart, krass. Das ist Minibart. Er ist wie eine winzige Ausgabe von Mondbart. Meist findet man ihn in Mondbarts Haus, wo er ihm hilft. Heute scheint er unterwegs zu sein. Hey Minibart, was ist los? Na, ihr braucht einen Schlüssel, wenn ihr weiterreisen wollt. Geht nach rechts und ihr könntet einen finden. Kostenloser Rat vom alten Minibart. Danke Minibart. Ein hilfsbereiter Bursche. Wenn ihr bei irgendetwas nicht weiter wisst und Minibart ist in der Nähe, dann lohnt es sich immer, ihn zu fragen. Er steckt voller Antworten. Ja, aber wenn er schlecht gelaunt ist, dann sollten wir nicht mit ihm reden. Dann droht er uns mit einem Sturm von Kopfnüssen, der auf uns niederhageln wird. Und seine stählerne Faust wird uns in 1000 Stücke zermalmen. Okay, wir brauchen also den Schlüssel für diese Tür. Na, dann holen wir den doch gleich mal. Der ist ja offenbar in diesem Gatter hier drin. Wird von einem Stier bewacht. Er wird von zwei Stieren bewacht. Nun. Das könnte problematisch werden. Zwei Stiere sind einer mehr, als wir vorhin bekämpft haben. Erledige euch! Nice. Diese unzufriedene Tür öffnet sich dann, wobei es ist gar keine Tür. Es ist so eine Steinwand oder so, die einfach runtergeht. Nice. Und da haben wir den Schlüssel. Wow. Der Schlüssel ist wirklich, wirklich massiv. Junge. Ihr habt den Schlüssel. Ich wusste, dass ihr das schafft. Danke, Minibart, Alter. Diese Sprache. Krass, diese Sprache. Unfassbar. Und weiter geht's zum Wälzerturm. Ist das eine Katze? Oh. Wie süß ist diese Katze denn bitte? Und so schön. Sie ist so schön. Sie ist so schön dick irgendwie. So plüschi, plaschi. Weich. Kissenmäßig, ihr wisst schon, was ich meine. Wie spreche ich denn die jetzt? Schönen Gruß, ihr Reisenden drei. Mein Name ist Rückwärt. Hallo, Rückwärt. Wie ich sehe, habt ihr eine Aufgabe. Wisst ihr, Rückwärt kann euch vielleicht helfen.
Aber könntet ihr mich vorher bei etwas unterstützen? Es geht um meinen Bauch. Er ist leer. Ich habe meine Leckerlis hier irgendwo liegen gelassen, wisst ihr? Und die Landschaft, sie hat sich anscheinend verändert. Was zur Folge hatte, dass die Leckerlis verschwanden. Eine Katze sollte nicht von ihren Leckerlis getrennt werden. Wir finden sie für dich. Rückwärts. Oh, das wäre außerordentlich hilfreich. Ein kleiner Rat. In diesem Satz dort gibt es ein Wort, das der Schlüssel zu der ganzen Landschaft Veränderungsposte sein könnte. Vielleicht findet ihr heraus, welches Wort Unheil stiftet, indem ihr kräftig darauf haut. Was ich interessant finde, ist, dass natürlich hier wieder das Klischee bedient wird, dass Katzen und Leckerlis, ne, dass Katzen einfach verfressen ohne Ende sind. So, jetzt soll ich mich hier um irgendwie Wörter kümmern. Ja, wenn wir der Wald hier war abgelegen wegschmeißen und stattdessen vielleicht was anderes hinmachen, dann ist der Wald doch nicht abgelegen, ne? Die Ruine. Die Ruine hier war abgelegen, könnte man dann machen. Hier ist jetzt nur so ein Beispiel. Jot fand rückwärts Leckerlis. Ja, aber wir müssen sie ja erstmal irgendwie hier wegkriegen, ne? Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Ding mal. Und tauschen es aus. Und schon wird eine Ruine draus. Interessant, dass sich das komplett ändert. Na bitte! Du scheinst alles im Griff zu haben, mein Junge. Jot fand rückwärts Leckerlis. Ergreifen. Da komme ich nicht hin. Ich denke, wir sollen ihn dahin stellen. Und dann können wir das einmal weglegen und den Wald einfügen. Ja. So, und dann können wir das an diesen Punkt bringen. Ja, das ist doch mal ein ganz witziges Rätsel gewesen irgendwie. Ne, hat was. Mehrere Sachen miteinander verbunden. Tada! Meine Leckerlis. Wie habe ich diesen Augenblick ersehnt? Aufrichtigen Dank, Reisende. Die Aussicht auf einen Imbiss zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Oh, er rollt von dem Schlüssel runter. Und er hat einen Zylinder. Er ist richtig gut angezogen. Dieses Land steckt voller Rätsel und Kniffe. Denkt immer daran, nicht alles ist so, wie es scheint. Wenn ihr feststeckt, versucht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Viel Glück, meine Leckerli-Retter. Ein anderer Blickwinkel also. Wir merken uns seine Worte und gehen in den nächsten Bereich. Nein! Warum ist er denn wieder rückwärts gegangen? Das ergibt keinen Sinn. So. Was steht hier? Zum Wälzerturm immer noch. So sehen wir uns wieder. Wie wär's mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Ach du meine Güte. Was ist denn hier auf einmal los? Wirbelangriff-Abzeichen. Lade einen gewaltigen Wirbelangriff auf und nutze ihn, um Gegnergruppen leicht zu besiegen. 150. Wir können auch den Schwertschaden erhöhen. Nee. Ich glaube, wir warten mal auf den Wirbelangriff. Der gefällt mir nämlich. Unser Trio blieb wie angewurzelt stehen. Warum? Dort, am Horizont. Was ist da?
erhob sich der Wälzerturm. Oh oh. Und irgendwas Böses geht da vor sich. Oha, hier ist es ganz schön dunkel geworden. Irgendeine Magie ist im Gange. Alles kribbelt irgendwie. Seltsame Elektrizität lag in der Luft. Der gehört aber nicht zum Bilderbuch. Der war außen dran. Ah. Süß. Ah, ich kann mir das leider jetzt nicht angucken. Ich habe es blöderweise weggedrückt. Aber wir gucken uns das später nochmal an. Aber das sah sehr niedlich aus. So, wir bauen noch ein paar Lichter, die uns aufgehen. Sonst können wir das mit diesem Wirbelangriff vergessen. Der Käfer gerade. Da sieht man schon die ersten Auswirkungen, ne, dass sich die Ebenen sozusagen miteinander vermischen. Nein. Boah, Blitzdröhnen. Echt metalmäßig. Oh Gott, halt doch den Rand, ey. Oh. Die seltsame Elektrizität brachte Monster hervor. Ja, komische Schleime. Die halten 3 Schüsse aus. Gar nicht mal wenig. Hä, 2 Schläge. Das geht ja voll. Okay, der letzte Schlag macht offenbar mehr Schaden. So. Oh, das ist ein größerer. Ich war noch nicht bereit zu sterben. Okay. Es ist super easy, wieder an Leben zu kommen. Also offenbar ist das Spiel da wirklich sehr generös. Aber ich glaube, dass generell der Schwierigkeitsgrad hier in dem Spiel halt auch kein wahnsinnig großer ist. Ah! Wieder so ein Obstvogel. Du hast einen zweiten verschollenen Obstvogel gefunden. Er wird mit freudigem Herzen in seine Heimat zurückkehren. Ja, nice. Genau so wollen wir es doch. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ja, wir nähern uns den 150. Das ist natürlich gut. Nein, nein, nein. Weg. Gut. Oh, was hat er nur gemacht? Was hat er dieser Welt nur angetan, dieser Zauberer, der Böse? ...1A verprügelt. Okay. Ach, wen haben wir denn da? Es ist so ein... Hallo, junge Abenteurer. Seid ihr auf dem Weg zum Wälzerturm? Wer auch immer du bist. Jo, genau. Dahin sind wir unterwegs. Vorsicht, ein dunkler Magier bewohnt den Turm. Seine Magie sorgt für Umstürze und Chaos. Ich meine, seht euch nur die reizende Brücke an. Vollständig ausgelöscht. Oh ja, zertrümmert. Gibt es noch einen anderen Weg übers Wasser? Warum ist die Pause so lang? Achso, da kommt nichts mehr. Okay, ich dachte gerade, hä? Sonst ist dieses belesene Land so friedvoll. Der Aufruhr ist dem Lesen nicht zuträglich. Nee, vor allen Dingen, wenn diese komischen Käfer anfangen, mein Buch zu zersetzen. Ein Höhleneingang, sehr vielversprechend. Ja, schon. Okay. Will sonst offenbar nicht mehr sagen. Wir lassen uns davon sowieso nicht aufhalten. Okay, was haben wir hier drüben? Kein Obstvogel mehr. Schade, schade, Schokolade. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal in den Höhleneingang, ne? Ah, nice. Mann, echt düster, aber tolle Akustik. Jod, geh du voraus, Alter. Dein kühner Schimmer wird den Weg erhellen.
Ist das so? Er scheint es wirklich zu machen. Ah. So, jetzt müssen wir einmal hier hoch. Ah ne, das ist die. Das ist die Seite. Okay, jetzt können wir hier lang. Ah! Was bist du? Ein Mann oder eine Maus? Du gibst auf jeden Fall Leben wieder. Kommt man da oben irgendwie hin? Ah ja, perfekt. Dort erkundete die unpassierbare Höhle. Na, so unpassierbar war sie doch gar nicht. Da oben finden wir auf jeden Fall noch was. Achso, ich dachte, hier könnte man auch noch irgendwie lang, aber da ist nur ein gähnender Abgrund. Hier geht's nicht weiter, aber hier oben. Sehr nice. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Na, sieh mal einer an, wir haben den Fluss überquert. Oder unterquert. Weiter geht's. Da ist wieder unsere Händlerdame. Was soll sie eigentlich sein? Eine Packung Milch? Ich habe keine Ahnung. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, sie ist irgendwie so... Ja, sie ist so eine Packung Milch, genau, nein. Sie ist irgendwie so eine Art Häuschen, ne? So ein Stand halt. Da passt schon eigentlich sehr gut. Da ist nichts. So sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Ja, wir können jetzt ja den Wirbelangriff machen. Außerdem Schwertwurfaufwertung ist auch neu. Ah, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin aber auch ein Depp. Wollen wir haben. Yay. Erhielt das Abzeichen Wirbelangriff. Halte LT gedrückt und lass los, um einen Wirbelangriff auszuführen. Möchtest du diese Technik testen? Aber sicher das. Sicher das. Na, Zeit, den Wirbelangriff auszuprobieren, Jod. Halt LT gedrückt. Ja, der ist schon gar nicht schlecht. Sehr schön. Wenn du weiter trainieren möchtest, sieh dir die Tafel an. Ansonsten benutze den Ausgang. Wir benutzen den Ausgang. Ja, und da wir gleich den Wälzerturm erreichen, wäre das jetzt eigentlich ein schöner Cut-Moment, um dann beim nächsten Mal in den Turm zu gehen und weiterzumachen. Bisher muss ich sagen, es ist sehr süß und auch abwechslungsreich. Ich freue mich schon auf die kommenden Stunden und bin gespannt, was da noch alles dazukommt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr an diesem Abenteuer auch teilhaben wollt und dass euch das irgendwie Spaß macht. Ja, dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.